Das Ding sitzt doch heute Abend bei euch in der Stube. Jetzt geht's auch ab. Praline ist du am besten? Ja, am besten 30 Schokolade.
und sie kommt aus Karlsruhe, denn sie weiß, von was ich spreche. Ich habe gesagt, gerichtlich gestorben. Wir begrüßen weiterhin heute die erste erotische Schokoladenkönigin, Juliana die Erste. Hier kommt sie. Alles kann man mehr verlangen. Wow. Und sie ist natürlich auch gerne Schokolade. Von wem? Nichts anderes habe ich gemacht als der. Und den erwarten wir nachher auch, denn der Michael wird hier aufgerufen. Aber bevor das ist, warten wir auf den 16er Schlag. Ihr helft uns natürlich nachher nochmal mit. Also immer, ein Paket hier kostet 10er und ein großes Paket, Augenschnitter, kostet 20er. 20 Euro immer gleich, Scheine gegen Schokolade, damit wir erstmal den großen Ansturm hier wegkriegen. So, auf den Birkenschlag ist er da. Und ja, nichts anderes habe ich auch erwartet. Wir warten auf den Augenblick, wo unser hoher Bürgermeister der Stadt Wernigerode, Peter Gaffert, das vierte Schokoladenfestival hier in Wernigerode eröffnet. Und da haben wir ihn, grüßen Sie mit einem, ja, lauthalsen Beifall. Er hat sich wieder richtig für Sie in Schaden geworfen. Und deswegen haben wir ihn hier von seinem Abend. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Wernigerode, liebe Schokoladenfreunde, euch herzlich willkommen zur Eröffnung des vierten Schokoladenfestivals hier in unserer schönen Stadt. Darauf freuen sich alle schon fast wie auf dem Weihnachtsmarkt das ganze Jahr. Weihnachtsmarkt dauert noch ein paar Wochen, heute machen wir Schokoladenfestival. Und ganz besonders heute darf ich die beiden Hoheiten begrüßen, die Wernigeröder Schokoladenkönigin und die Pralinenkönigin. Mit dem Glockenschlag, den Sie jetzt ein paar Mal hintereinander können, der trotzdem zuhören. Ja. Die Pralinenkönigin ist aus Karlsruhe gekommen. Weiß jemand, wo das ist? Das ist ganz ein Stück weit weg im Süden. Ich frage das deshalb, weil das schöne Produkt unseres Festivals eigentlich aus dem Süden Deutschlands hierher gekommen haben. Vor einigen Jahren aus Tübingen. Dort ist quasi die Idee geboren worden und die Tübinger haben dann eine Stadt im Norden, also für Tübingen ist Wernigerode der Norden Deutschlands, und da haben die gesagt, wir müssten in eine schöne Stadt, die vielleicht in der Lage wäre, ein solches Fest auszurichten. Und da haben sie sich an uns gewandt und der Herr Schwarz ist hier, der Geschäftsführer aus Tübingen, herzlich willkommen, die uns quasi vor 4 Jahren die Geschichte in die Hände gelegt haben, gesagt haben, ihr Wernigeröder, ihr kriegt das hin, und seither hat sich dieses Schokoladenfestival ganz, ganz toll entwickelt und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und dass in diesem Jahr inzwischen über 40 Schokoladenanbieter, Chocolatiers und viele andere Gäste hier bei uns sind und präsentieren, was sie produzieren und was sie uns alles Schönes bieten können, das zeigt, wie toll dieses Festival sich entwickelt hat. Ich glaube, wir sind mal mit unter 20 gestartet und heute sind wir bei über 40. Und wir erwarten in den nächsten 4 Tagen hier, so glaube ich, etwa 100.000 Menschen. Sie sind die Ersten, das ist toll, dass Sie alle da sind und wir hoffen, dass Sie auch alle bei uns bleiben. Dieses Jahr bietet natürlich auch noch die eine oder andere Besonderheit. Alljährlich natürlich die beiden Schönheiten hier. Ich will es auch gar nicht so lang machen, es ist relativ kühl im Harz. Im Süden ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer. In diesem Jahr wieder das Aufwiegen eines inzwischen doch recht stattlichen Mannes. Das ist ja gut eingegessen. Ja, unser schöner Konditormeister, der Michael Nika, wird da aufgehoben. Ich glaube, da hat er genau die richtigen ausgesucht. Er hat einiges auf die Waage zu bringen. Es wird dann verkauft für einen guten Zweck. Kann ich Sie alle nur noch mal ermuntern, sich daran zu beteiligen. Denn ich denke, wir haben alle, gerade aktuell erleben wir, wie wichtig es ist, auch anderen Menschen, in welcher Situation, in welcher Notsituation sie auch mal sein mögen, zu helfen. Darüber hinaus erwähnenswert erstmals, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ein Fair Trade Tag am Freitag, nämlich das heißt Schokolade und Kakao fair gehandelt aus der fernen Welt, wo Kakao angebaut wird. Und da ist es ganz wichtig, dass diejenigen, die Kakaobauern in der fernen Welt, letztlich auch etwas davon haben, dass weltweit dieses tolle Produkt verkauft wird. Am Freitag also Fair Trade Tag. Und am Samstagabend inzwischen auch schon legendär und traditionell das tolle Schokoladenkonzert in Marstall. Ich weiß nicht, ob es da Karten gibt, wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie Glück haben, kriegen Sie vielleicht doch noch die eine oder andere. Darüber hinaus eine Vielzahl anderer Angebote,
über das Schokoladenpainting hier, die Produktion unseres einheimischen Unternehmens Vergona und natürlich auch unser Konditormeister Michael Wieker hier mit seinem großen Stand, der uns entführen kann in die wunderbare Welt der Pralinen. Das war's von mir. Ich darf Sie ganz herzlich noch einmal willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Freude beim Naschen. Weihnachten steht auch vor der Tür. Sie können das eine oder andere sicherlich schon einkaufen. Kommen Sie im nächsten Jahr alle mal wieder, aber jetzt sind erst mal 4 Tage für uns, für Sie alle reserviert. Schokoladenfestival und das schöne Wetter, das ist auch immer der Oberbürgermeister. Viel Spaß! Ja, recht herzlichen Dank. Peter Gaffern, Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode, oder auch Schirmherr. Da gibt es ihn, oder? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Michael Wieker, bist du in der Nähe? Hörst du uns? Ja, ich habe die Müsse mitgemacht, damit er auch noch ein bisschen schwerer ist. Wir haben jetzt gleich viele Helfer. Und Michael, du hast ein bisschen ja der Platzwirsch und wenn es um Schokolade geht, dann macht man ihm nichts vor. Und wir sagen ganz einfach, top, die Wette gilt. Wie schwer bist du? Ich habe dich vorhin heimlich gefragt, also das wird reichen. Über 100 Kilo. Über 100 Kilo, wir setzen auf dich. Wenn nicht, wir haben den Bürgermeister auch schon mal aufgewogen. Ja, der wog nicht ganz so viel. Ja, da haben wir uns nachgeholfen. Als ich dann losgelassen habe, ist er dann fast 2 Meter hochgesprungen. Das wird wahrscheinlich diesmal nicht passieren. Du kannst dir eine gute Seite aussuchen. Ich würde sagen, da wo man sich dann auch gut hinsetzen kann. Aber zuvor belegen wir erstmal die Fläche mit Schokolade. Die vielen Helfer, die ich auch vorstellen möchte, von Gabo und von Gupo und vom Krebs Kinderhilfeverein, ihr legt auf, damit es flott geht, denn wir haben hier Schokolade vorzuzeigen und freuen uns, wenn Sie zahlreich zugreifen, immer zu den Paketen 10 Euro oder 20 Euro, wenn Sie 100 Euro haben wollen und sagen, ich will nur für 10 Euro Schokolade, ich habe damit kein Problem. Es geht für unsere Kinder, Krebskinder e.V. und für unser Kinderkrankenhaus hier in Wernigerode zu 50-50 und ich glaube, wer Enkel hat oder wer Kinder hat und weiß, dass sie krank sind, man ist dann einfach hilflos. Dort helfen uns die Richtigen, ja, ob das der Verein ist und das Kinderkrankenhaus und die werden mit diesem Geld unterstützt. Ich danke Ihnen schon jetzt für unsere Soforthilfe, die wir heute hier beim Schokoladenfestival ausrichten. So, Michael, du nimmst noch ein bisschen was drauf, damit es auch richtig schwer wird. Wir packen jetzt aus und werden sehen, was ich für eine Last habe. Ich schätze mal, gute 100 Kilo haben wir hier auf jeden Fall. Im wahrsten Sinne wird hier das Paket aufgerissen. Wir fangen mit den Bombenspielern an, damit wir die wiegen am meisten. Wir lassen es erstmal langsam hochkommen, ja, oder? Ja, total entspannt sieht er das. Ich habe die Organisation, das habe ich vergessen. Machst du das mal noch bitte? Ja, danke. Ja, ja. Und wenn Sie sich fragen, wer hat dieses Spektakel eigentlich hier so auf dem Gewissen, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist die Wernigerode Tourismus GmbH, die hier nicht nur mit sehr viel Fleiß und Mühe, sondern auch mit großen Organisationen, die vielen, vielen Stellen und Partner hier nach Wernigerode nicht nur gelockt hat, sondern auch immer wieder dazu kommt, wenn ich Ihnen sage, im nächsten Jahr steht der Termin schon fest, Ende Oktober bis 2. November das Schokoladenfestival, das 5. in Wernigerode, das können Sie schon fest einschlagen mit Ihrem Terminkalender. Diesmal wird es dann sein von Freitag bis auf Dienstag, weil wir haben den Reformationstag dazu genommen und sagen, Mensch, dann lassen wir es auch in die Woche. Wir haben ja tausende von Besuchern in Wernigerode. Der Bürgermeister mit stolzer Brust sagte man, Mensch, meine Stadt, die ist eine Vorzeigestadt. So, jetzt haben wir Bombensplitte, jetzt wird es langsam, fängt an zu federn, auch für dich überhaupt keine Diskussion. Da bin ich schon froh. Ja, jetzt schlagen wir mit den Kleinigkeiten zu. Ich hoffe, mein Leibarzt ist auch wieder hier und hört mich. Er muss schnell zuschlagen, die Bombensplitter sind immer schnell weg. Naja, wenn ich muss ich mich auf eine Packung stürzen, er hat gesagt, bring mir unbedingt die Bombenspritzer mit. Ja. Wenn das ein Arzt sagt, dann kann es nicht schicklich sein. So, das Wetter haben wir schon gelobt.
Bis 19 Uhr sah es ja nicht so aus, als wenn wir hier eine schöne Teilung haben. Aber ab 14 Uhr wirst der Himmel auf. Wir haben blauen Himmel und wir werden in den nächsten Tagen hier wunderschönes Wetter haben. Jetzt, mir würde es mir einfach mal zeigen, wenn du meine Hilfe brauchst. Oder der Herr, der mit dem Haarschnitt so trägt wie ich, der kann auch ein bisschen nachhelfen. Wir wollen jetzt einfach die Samara hier noch von der Seite ein bisschen Schokolade eingeflogen, damit die Sache dann auch ein bisschen lastiger wird. Ja, lastiger, oder? Ja, ja. Mr. Lou, geh mal ein bisschen hoch. Und jetzt stapeln sie im wahrsten Sinne des Wortes hoch. Die restlichen Sachen werden aufgelegt. Guck mal, das war nochmal schön. Ja, ja. Pass auf. Ja, ja. Wir haben nur Schokolade und welche von ihr sind? Ja, ich meine, jetzt in welchen Wochen haben wir? So, haben wir aufgelegt? So, jetzt haben wir ihn aufgeworfen. Ein riesiges Dankeschön an Michael Wieber, der gesagt hat, Mama, da klar mache ich mit. Für einen guten Zweck lasse ich auch mein Gewicht raus, sonst hat er immer erliegt bei 80 Kilo. Aber hier sehen wir, er hat viel frei, weil er über 100 Kilo. Und da müssen wir die Majestät mitmachen. Wir haben sie hier, die Paris-Königin 2015, Lea, die erste. Und wir haben sie da, die erste Verniole, Schokoladenkönigin Juliane, die erste Verniole. Ja. Alle noch auf den Fußstell schießen. Genau, sagt ruhig, was ihr braucht. Wir wollen ja damit, damit viele Leute die nächsten Tage nach Wernigerode kommen und das Schokoladenfestival besuchen. Ja, das wäre ja schlimm, oder? Ja. Jetzt beginnt gleich der Verkauf der Schokolade. Wie gesagt, behalten Sie bitte 10 und 20, 50, 100 Euro Scheine. Nehmen wir dann, wenn wir schon wechseln können. Also wir haben meines Erachtens genug Schokolade da, aber wir wollen, wie gesagt, hier die Schokolade innerhalb von einer Stunde und 120 Kilo verkaufen. Ja. Für einen guten Zweck für den Kindergrießhilfeverein, des Kinderkrankenhauses in Berlin-Mode. So, jetzt müssen wir ihm helfen. Michael, du springst vorsichtig runter, übergib dir den Pokal. Ihr sprecht gerade von wichtigen Sachen. Ja, weißt du noch nicht? Nee. Ihr sprecht gerade von wichtigen Sachen, ja? Gut, so, vorsichtig runter. Das, die Schokolade steht unten, da kann nichts passieren. Wir halten die Schokolade fest. Komm her. Also ganz oben haben sie nicht die Schokolade, ganz unten war sie auch nicht. So, wir machen jetzt vorsichtig das Holz zur Seite, damit nichts passiert hier. Kannst du mal das hinter die Waage stellen? Damit uns sich keiner verletzt, wir wollen das einfach nicht. Es muss nicht sein, es ist für guten Zweck, es muss nichts passieren. So, wir bitten Sie, dass Sie sich hier vor die Schokolade ganz langsam anstellen. Wir haben genug Schokolade da und Sie sagen einfach mal nur an, was Sie brauchen. Und dann tauschen wir im Prinzip 10, 20, 50, 100 Euro gegen beste Schokolade von Gubor und Herr Guna. Haukensplitter haben wir hier. Mein Gott, so, es geht ganz einfach los.
Benno! Ich bin Benno! Weiße Schokolade habe ich auch schon gesehen. Weiße Schokolade habe ich auch schon. Kommt so ruhig an. Haben Sie einen speziellen Wunsch? Wartensplitter, da geht's schon los. Wollen wir mal vorgucken? Hast du irgendwas dafür? So. Wartensplitter kostet 20 Euro. Die Ärzte sind da, das geht mit Wartensplitter, geht das richtig zur Sache heute. Hier ist Wartensplitter. Und Alfred. Alles klar, vielen, vielen Dank. Der Haufen ist schon gewaltig nach hinten. Einmal ein Wartensplitter für mich. Was ist denn? Das ist Vollmilch, Zahnbinder, weiße Schokolade. In Pulverform? Ist das in Pulverform? Nein, das ist richtig Schokolade. Ach so, Schokolade. Das ist richtig Schokolade. Du? Einmal dunkle Schokolade. Das ist alles für unsere Kinder. Das ist auch gut so. Also wir sind der Verein für krebskranke Kinder HCV und wir betreuen Familien mit krebskranken Kindern, unterstützen sie in der Begleitung, in der Beratung, bei Klinikwechsel oder auch, wenn sie unsere Hilfe benötigen, zum Beispiel bei Zimmerrenovierungen oder bei Einschulungen. Es gibt auch Geschenkeaktionen, wir fahren die Kliniken an und übergeben kleine Geschenke oder überraschen Kinder, ne, krebskranke Kinder, die sich jetzt einen Wunsch erfüllen möchten. Wenn wir das hinkriegen, zum Beispiel mit Trikots von Vereinen oder einem kleinen Jungen, haben wir jetzt auch eine Feuerwehrfahrt ermöglicht mit Blaulicht und Signal und durch seinen eigenen Ort. Und haben auch eine Erholungsanlage in Stüde eröffnet, wo die Kinder mit ihren Eltern oder Verwandten und Bekannten Urlaub machen können. Das hört sich alles sehr gut an. Wie lange gibt es Ihr Verein schon? Der Verein besteht seit 5 Jahren. Und aus wie vielen Mitgliedern besteht er? Momentan haben wir 76 Mitglieder. Okay, vielen Dank. Mixe, madame. Okay. Haben Sie noch Ihren Leibarzt, ja? Ja, gerne. Komm gut nach Hause. Für die ganze Familie, so ist es mir aufgeteilt, bei 20 Packungen, ja, zu einem richtig guten Schäppchenpreis. Wenn Sie noch etwas brauchen, für Halloween... Wir sind ein Weingut von der Nah und mein Vater hat es sich als Hobby gemacht, Liköre zu entwerfen und hat jetzt die Rezepte selbst gemacht und ist auch eigene Herstellung. Schokoladenliköre in verschiedenen Variationen. Okay. Was ist Ihr Highlight in Ihrem Sortiment? Der Schokoladenlikör Klar.
ist, die Grundlage ist ein Kakaobohnendestillat. Das wievielte Mal sind Sie schon auf dieser, auf diesem Event? Das erste Mal dieses Jahr und wir sind sehr begeistert und es wird sehr schön gut angenommen, das Produkt. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich bin Christine Völk, ich komme von der Firma Baumkuchenhennig in Salzwedel. Das ist die Firma, die den ältesten Baumkuchen in Salzwedel produziert, nach dem Originalrezept, der heute noch genauso gebacken wird wie 1807. Der Baumkuchen ist 1807 von einem Herrn Schernikau erfunden worden. Der hat dieses Rezept in seinem Konditoreibuch niedergeschrieben, das sich heute noch im Besitz der Familie Hennig befindet. Und eigentlich haben wir die Rezeptur nicht verändert. Was sich natürlich verändert hat, ist, dass kein Lehrling mehr die Kurbel drehen muss und in der Backstube nicht mehr vor Holzfeuer gebacken wird, sondern vor Gas. Okay, danke schön. Also wir existieren seit September 2008 im Gewerbegebiet Neustädter Ring 17, was in Nähe Vergona Schokoladenfabrik halt ist und Hasseröder Brauerei. Bis vor einigen Jahren halt noch in Besitz von Familie Friedrich und seit März 2014 halt in Händen von Christian Feuerstark, der das jetzt neu entwickelt halt nochmal. Okay, danke schön. Seit dem wievielten Mal sind Sie schon auf der Schokoart? Das zweite Mal. Letztes Jahr schon dabei gewesen und halt dieses Jahr wieder. Was halten Sie persönlich als besonderes Event an den drei Tagen? Schwierige Frage, sage ich jetzt mal. Also was halt ganz interessant ist halt, dass halt Schokolade halt unter anderem halt international hier auch vertreten ist. Und das halt schon schön ist, wie man das halt sieht, wie man das halt untereinander halt koordinieren kann, sodass sich halt auch jeder hier wohl für den Wernigerode. Okay, vielen Dank. Schokobrot gibt es heute auch und Schokobratwurst, Schokoprosecco, alles vom Feinsten kaufen kann. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie... Wir beziehen hauptsächlich unsere Vanille und Gewürze aus Madagaskar. Aus dem einfachen Grund, meine Schwiegertochter kommt von Madagaskar und die Familie macht das alles selber. Also die stellt alles her, ist alles biologisch, fair trade angebaut. Wir bekommen die Sache vakuum verpackt per Flieger schon zu uns und darum ist es bei uns eigentlich leicht, die Sache so weiter zu vertreiben. Und wo kommen Sie her? Wir kommen aus der Nähe von Ingolstadt, aus dem Spargelanbaugebiet Schrobenhausen. Vorsichtig, okay, und das wievielte Mal sind Sie schon hier? Seit Anfang an, das vierte Mal. Was finden Sie ist das persönliche Highlight? Ja, das ist eigentlich schon das. Muss man sagen, Schokoladen wiegen ist eigentlich schon das Nonplusultra. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist eine tolle Sache, tolle Einführung. Okay, vielen lieben Dank. Danke Ihnen. Festival, ne? Ja. Und wenn Sie sagen, Mensch, da habe ich heute was verpasst. Das ist nicht in der Regel immer. Es wird der Vater sehr geholfen. Und es ist froh, wenn man Partner findet. Sparkasse, jetzt ist die Tourismusinformation. Dort ist der Stand vom Krebskinderverein e.V. Und sonst können Sie sich noch nicht über Schokolade informieren, sondern Sie können sie kosten, Sie können sie mitnehmen. Und ja, hallo, wir sind die Edelmond, sind eine kleine Schokoladenmanufaktur und stellen unsere Schokoladen noch richtig handwerklich her, wie vor 100 Jahren.
mit alten Maschinerien und nur mit so wenig Zutaten wie nur möglich, beziehungsweise mit dem, womit Schokolade hergestellt werden soll. Seit wann gibt es die denn schon? Uns gibt es jetzt, glaube ich, seit knapp 4 Jahren, also ein ganz junges Unternehmen. Was ist Ihr persönliches Highlight in Ihrem Sortiment? Unsere Kaffeeschokolade. Denn die Schokolade für den Kaffee für unsere Schokolade rösten wir noch selber. Und es ist in dem Fall eine Zartbitterschokolade mit 66% Kakaoanteil und einfach nur mit frisch geröstetem Kaffee. Okay, vielen Dank. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, mit Schokolade zu malen? Das ist, wenn man Konditorin lernt oder die Meisterschule macht, spätestens dann wird man mit dieser alten Kunst in Verbindung gebracht, weil das noch ein Muss ist und ein Thema in der Schule ist, sodass es auch Meisterschaften gibt für Konditoren teilweise, wo diese alte Kunst halt wirklich immer noch wieder ans Licht kommt und da präsentiert wird. Okay, haben Sie Bilder, die Sie besonders oft malen oder Themen, die Sie besonders oft und gerne malen? Ich habe zu Hause eine kleine Konditorei und da werden überwiegend Porträts von den Lieben zu Hause gewünscht, sodass ich dann oft Personengesichter male, überwiegend. Das ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Am liebsten male ich, glaube ich, Pferde oder Tiere an sich. Aber mittlerweile machen mir die Gesichter auch ganz gut Spaß. Wie lange machen Sie das schon? Also kann man schlecht sagen, wie lange mache ich das schon. Ich habe vor 5 oder 6 Jahren so leicht damit angefangen und das von vor 3 Jahren mit in meine Selbstständigkeit zu Hause mit reingebracht. Dadurch, dass ich dann die Figuren auf die Torte lege oder halt diese gemalten Platten, dann kann ich das gut kombinieren. Und deswegen ist es seit 3 Jahren noch mal sehr vermehrter, diese Kakaomalerei. Früher habe ich auch gerne gemalt, aber nicht in Kakao. Und das mache ich jetzt so die letzten Jahre eigentlich überwiegend mehr. Nehmen Sie dafür bestimmte oder bestimmten Kakao? Nein, also man könnte das mit Kuvertüre auch malen. Bei diesen Temperaturen jetzt heute ist es ganz sinnvoll, dass ich arbeite jetzt mit Kakaopulver, also normalen Discounter-Kakaopulver und mit Olivenöl. Das muss aber auch kein Olivenöl sein, das kann auch ein Rapsöl oder ein anderes Öl sein. Das Olivenöl ist jetzt ein bisschen gelblicher und ein bisschen von der Konsistenz her etwas dickflüssiger. Ansonsten ist das auch egal. Man kann aber auch Kuvertüre nehmen und da Kakaobutter zufügen, dann hat man es auch ein bisschen weicher und flüssiger. Aber die härtet dann natürlich hier bei diesen Temperaturen aus und dann kann man nicht mehr weiter malen. Okay, vielen Dank. Ganz gerne. Rundplatte dazu. Von Land ist das. Was? Eine Zuckerplatte. Ach, von eine Land. Zuckerplatte. Hm. Einfach ausgerollt. Ups.
gemacht, aber er bringt mir Döner mit, muss ihn dafür ins Spiel. Ja, okay. Aber Sie wissen, dass das Verhältnis das ist immer ist der Riesenweihnachtsmann. Der Riesenweihnachtsmann da. Und da hinten befindet sich ein... Großer Riesenweihnachtsmann. Na, warte mal, der steht da. Und da hinten? Der kann gekauft werden. Der ist für eine Großfamilie. Ich glaube, der wird schlecht werden bei uns. Die Leute eh nicht sind. Wir sind eher so, wir sind so gerne offen, dass die Leute... Ich bin sehr sensibel. Und dann habe ich mal die Dosis von den Wirkstoffen aufsetzen müssen. Selbstverständlich, machen wir. Gleich zum Essen oder zum Mitnehmen? Nein, nein, nicht auf der Straße essen. Das muss ich ja genießen. Na, selbstverständlich, Madame. Ja. So, nur noch überlegen, welche große Angenussmehl man mit nach Hause nehmen. Also, haben wir die verschiedenen Größen? Wir halten so die Verpackung. Ich will ja nur wissen, was drin ist. Kostet mal 55 für 20 Stück. Möchtest du auch mal probieren? Ja, ich mag das. Direkt eine Tüte einfach. Ja.